It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Ich war Anfang 20, als die Krankheit Ende der 80er Jahre über mich hereinbrach. Mit Anfang 20 glaubt man normalerweise, die Welt aus den Angeln heben zu können. Doch bei mir ging gar nichts. Ich musste sogar mein Studium abbrechen und meinen Job als DJ beim Sub-City Radio der Universität Glasgow beenden. Die einfachsten Dinge fielen mir unsagbar schwer. Kaffee kochen etwa. Oder mich mit Freunden auf ein Bier in einem Pub treffen. Stattdessen zog ich mich in mein Zimmer zurück, unfähig etwas zu tun, und hörte The Smiths. 7 Jahre lang war ich ein Gefangener dieser verdammten Krankheit. Das einzig Positive in dieser Zeit war, dass ich begann, meine Gefühle in Texten und Musik auszudrücken. Anfang 1993 nahm ich all meine verbliebene Energie zusammen und verließ mit einem Leidensgenossen das winterliche Glasgow. Wir flogen nach San Francisco. Es war das erste Mal überhaupt, dass ich meine Heimat Schottland verließ. Wir erhofften uns von dem Trip in die Sonne eine Verbesserung unserer krankheitsbedingt gesunkenen Lebensqualität. Tatsächlich reifte in San Francisco der Wunsch in mir, mich ganz der Musik und dem Songwriting zu widmen. Doch diesen Wunsch konnte ich mir erst erfüllen, als eine Art Heiler mich von dieser verdammten Krankheit erlöste. Ob Sie es glauben oder nicht, dieser Heiler schaffte das, woran ein gutes Dutzend Schulmediziner gescheitert war. Ich konnte wieder arbeiten und an Projekten teilnehmen. Eines dieser Projekte war die Gründung der Band Balan Sebastian, mit der ich im Rahmen eines Glasgower Universitätskurses 1996 mein erstes Album aufnehmen konnte. Aber wie hieß nun die verdammte Krankheit, die mir 7 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht hatte? That's it. Pop Secret. Tag für Tag.